Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer bei Faes. Und ja, wir haben jetzt diese Mine hier entdeckt. Und die wollen wir doch mal erkunden. Müssen wir hier hoch dazu? Können wir hier drauf springen? Jupp. Oh, hier hinter scheint was zu sein. Dafür brauchen wir eine Bombe. Die ist da oben. Die Frage ist nur, wie kriegen wir sie runter? Ich glaube kaum, dass wir mit der klettern können. Nein, aber wir können sie einfach... So. So, das erste Stück haben wir schon mal. Oh, wieder ein neuer Würfel. Damit wäre das schon Nummer 19 von 32. Fehlen noch 13 Stück, also. Bombe aufheben. Und hier hinwerfen und die Decke gehen. Und damit war es das schon hier in dem Gebiet. Na gut, gehen wir mal eins weiter. Hier gibt es noch mehr und hier gibt es noch ein Gebiet weiter. Uah, das war nichts. Ich will hier rüber. Und das da Sprenger, das war zu kurz. Und hopp. Und hopp. Okay, damit habe ich... Ups. Damit hatte ich gerade einen Weg freigesprengt, der jetzt aber wieder zu ist, komischerweise. Gucken wir mal, ob wir das hier freisprengen können. Das war zu kurz, oder? Nein, war es nicht. Und hops. Was zur Hölle? Ich komme da sonst nicht hoch. Ah, ich verstehe schon, okay. Hat's jetzt geklappt? Ja, okay. Man muss die Explosion mit dem Drehen weiterführen. Okay, jetzt habe ich das kapiert. Das habe ich nämlich gerade gemerkt, dass ich hier rumgedreht habe, dass es hier nicht weiter gesprengt wurde. Genauso müssen wir es hier jetzt wohl auch machen. Aber hier ist eine Tür. Da geht es wohl weiter. Sollen wir erst weiter gucken? Nein. Wir holen uns erst das Ding von da oben. So. Okay, das war, glaube ich, richtig soweit. Und wir müssen die Tür da eh freisprengen, sehe ich gerade. Zwar mit der Bombe, die wir von hier oben kriegen wahrscheinlich, aber... Brauchen wir noch nicht unbedingt. Die Bombe da. Wir wollen erstmal hoch hinaus. So, Würfel eingesackt. Damit haben wir schon bei Nummer 20. Fehlen uns also nur noch 12 Würfel. Gelbe. Beziehungsweise, hoppala. 4 Würfel insgesamt, um die letzte Tür zu öffnen. Aua. Wieder hier runter. Die da aufheben. Absetzen und weg. So. Nächstes Gebiet.
Und letztes Gebiet hier in dem Bereich. Ja. Da scheint sich schon mal wieder ein Würfel zu verstecken, also ein Würfelstück. Das springen wir doch mal frei. Genau. Sehr gut. Und so kommen wir daran. Und das war falsch. Wir hätten noch mal drehen müssen. Hm? Nein, so wollte ich das nicht. Aber so geht das auch. Nein, so war das auch nicht richtig, hä? Diesmal geklappt? Ja, dieses Mal hat es geklappt. Sehr schön. Und dann können wir sogar die Leiter zum Weiterklettern benutzen. Und dann können wir hier hochklettern. Hm? Einfach weiter hoch. Und jetzt hier runterfallen lassen. Genau. Hallo Gegenstand, was haben wir hier? Ein Schlüssel. Und werden damit hier auch fertig. Also geht's jetzt ab zurück zum Wasserfall. Hm? Ja, ein kleiner Abstecher in die Minen ist doch immer wieder schön. Vor allem die Musik hier klingt so schön entspannt. Und runter. Und runter. Und raus aus den Minen. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt will ich erst einmal endlich... Hallo Schildkröte, die abdance und Frosch. Dem mal Hallo sagen. Und dann... Warte ich eigentlich da rüber. Aua. Das war auch nicht gut. Das ist allgemein nicht gut. Die blöden schwarzen Löcher hier behindern mich. Und fressen mich dauernd. Hier war ich noch gar nicht drin, gell? Ah, hier sind wir jetzt hier oben. Mit Sprungpilzen. Hüpf. Mist. Seht euch den Fuchs an, wie der immer über den Hund springt. Und hier ist wieder mal so ein Textding. So. Hopp. Worte. Du hast ein altes Artefakt entdeckt. Es wurde bestimmt zum Schreiben verwendet. Angucken. Hm. Die Symbole kenne ich doch alle. Ja, die kenne ich definitiv alle. Die sind nämlich auch ebenso in diesem Ding hier enthalten. Da zum Beispiel, da wieder. Und auch in diesen kleinen Texten.
Also habe ich jetzt den Schreibwürfel, also den Buchstabenwürfel erhalten. Den muss ich mir dann mal wohl offscreen wieder angucken. Wahrscheinlich. Offscreen angucken und damit dann mal versuchen, hier diesen Text hier zu lösen. Auf der Seite und auf der Seite steht, glaube ich, dasselbe, wenn ich das so richtig sehe. Und hier stehen andere Sachen, kürzere Sachen wohl. Es ist noch die Frage, wie man das liest. Hat das irgendwas mit dem Fuchs und dem Hund hier zu tun? Das ist nämlich schon ein bisschen auffällig, wie die beiden hier hin und her hüpfen. Aber nee, das mache ich dann alles mal offscreen. Ich merke mir, wo der Ort hier ist und gehe dann nochmal hierher. Und versuche mit dem Würfel die Sachen zu entziffern. Aber jetzt will ich erstmal hier die schwarzen Löcher loswerden. So viel zum Thema schwarze Löcher loswerden. Ja. Na gut, dann gehen wir hier eben hier hoch zur Eule. Und dann heißt es wieder mal eins von diesen Rätseln. Das ist erst einmal nach links. Dann ist das A drücken für drehen. Dann rechts. D drücken hoch. Dann springen und runter. Springen und runter. Und dann wieder D und A. So. Also, wollen wir mal. Links, A, rechts, D. Hoch, springen, runter, D, A. Da war ich wohl zu langsam. Oder haben wir das hier schon gemacht? Also nochmal. Links, A, rechts, D. Hoch, springen, runter, D, A. Haben wir das schon gemacht, ohne dass ich es weiß? Nö. Soweit ich das sehe, nicht. Also nochmal. Links, A, rechts, D, hoch, springen, runter, D, A. Oh, das ist nicht zweimal, nicht DA, sondern DD sehe ich gerade. Okay, ich habe mich vertan. Also, links A, rechts D, hoch, springen, runter, DD. Auch nicht. Stimmt doch alles, was ich hier gerade gesagt habe. Hoch, spring, runter, DD. Oder? Ja. Seltsam. Oder ist dadurch die Tür hier aufgegangen? Nö. Ach nee, gehört das zu dem Rätsel hier? Die Tür hier erscheint ja bloß bei Abend. Das könnte natürlich gut möglich sein. Die Tür hinterm Wasserfall, an die komme ich leider nicht ran.
Ich probiere es hier vor dem Wasserfall nochmal. So dass ich das Ganze sehe. Also links A, D und dann hoch springen, runter D, D. Ah, Tatsache. Das da ist der Code für die Wasserfalltür. Wieder raus kurz. Das muss jetzt etwas schneller gehen. Solange die Schrift nämlich da ist. Das ist jetzt auch wieder links. Dann kommt A. Links, rechts. Links, rechts. Dann kommt D runter. D runter, hoch. Und das letzte ist A. So, okay. Also, links A, links rechts D, runter hoch A. Sehr gut. Zwei neue Wege. Gehen wir mal erst diesen hier entlang. Okay. Ich glaube, diesen Raum gucken wir uns in der nächsten Folge an, denn ich mache hier jetzt erst einmal einen Cut. Bis gleich.